Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Programmieren-Lernen-Podcasts, heute mit einem ganz besonderen Interview, und zwar vom Feinwerk-Mechaniker zum Softwareentwickler. Herzlich willkommen, Georg, schön, dass du da bist. Hallo Manuel, danke. Habe ich deinen ehemaligen Beruf oder das, was du früher gelernt hast, richtig ausgesprochen? Ja. Feinwerk-Mechaniker, sehr gut. Und jetzt bist du in der IT gelandet. Genau, jetzt bin ich aktuell als Informatiker angestellt. Ja, für uns ist natürlich interessant, auch so mal ein bisschen zu untersuchen, hey, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum IT? Du hast ja davor ganz was anderes gemacht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wieso überhaupt IT? Ja, da kommt es drauf an, wie weit ich ausholen darf. Soweit also, du magst. Also, von klein auf eigentlich schon immer IT gewesen und immer IT interessiert gewesen und wurde halt eigentlich eher so abgeblockt und wurde dann quasi eher in was Handwerkliches, eher so Richtung die Richtung gedrückt, weil sie auch so diese klassischen Klischees so ungefähr, dafür musst du mindestens frühere Mathematik studiert haben, Studium, okay. Schule, ja, etc., ja. Alles. Handwerk hat goldenes Boden, also gewisse andere Gegenaspekte, und habe dann immer auch versucht, so diese IT damit zu verbinden. Das habe ich auch gut teils geschafft in Form von CAD, in CNC-Fräsen, immer so ein bisschen so das Ganze halt noch mitzunehmen, aber es war halt nie dasselbe. Okay. Und drauf gekommen oder auf den Wechsel bin ich letzten Endes dann halt irgendwann, weil ich gesagt habe, alles wird digitaler, Industrie 4.0, und ich muss, wenn ich zum Kunden laufe, noch 5 Leitsordner mitnehmen, okay, mit Papier und Doku austauschen. Und warum geht das nicht smarter? Das ist einfach mit einem iPad oder sowas, ja. Genau, ja. Und okay, andere machen es teilweise auch schon. Und dann habe ich mich halt Stück für Stück damit beschäftigt, auch mit HTML angefangen, mhm, dann durch die Selbstständigkeit von meiner Frau dann angefangen halt, wie okay gesagt, dann dafür eine Webseite mal zu bauen, so, genau, ein bisschen. Und dann hast du gemerkt, das macht eigentlich schon viel Spaß, oder wie war genau das? Genau, ich habe dann einfach gemerkt, dass die Zeit wie im Flug vergeht, dass es richtig Spaß macht, dass es wieder richtig Spaß macht, Sachbücher durchzuarbeiten, was ich sonst niemals bestätigt hätte, okay, vorher. Back to the roots, ja, wie in der Schule damals. Ja, da habe ich es nicht gerne bloß gemacht. Bloß mit Spaß, ja. Und ja, da kam es halt Stück für Stück drauf, wo ich gesagt habe, boah, das macht mir so viel Spaß, und irgendwie muss man doch da irgendwie nebenbei noch was machen können. Und dann halt immer wieder weitergeschaut und über Zufall auf euch dann gestoßen. Okay, tatsächlich, ja. Auch vielleicht über YouTube, über Tutorials, oder? Nee. Nein, nein, nein. Also hast du uns anders gefunden? Ich kann es leider nicht mehr sagen. Es ist okay, doch schon eine Zeit her. Alles gut. Aber es war nicht über YouTube. Also es war übers Internet, übers Googlen irgendwie draufgekommen. Okay. Was entwickelst du jetzt? Also ganz grob, in welche Richtung? Ist ein bisschen ein Mischmasch, weil ich sage mal, ich bin jetzt in einer neuen kleinen Abteilung, die wo gerade wächst, und die beschäftigt sich jetzt eher Richtung IoT. Okay, also sehr spannend, ja. Okay, also dann, das heißt, du kannst so ein bisschen dein handwerkliches Industriewissen so mitbringen und nutzen, oder so ganz wenig, oder wie stelle ich mir das vor? Also aktuell wenig vom aktuellen, aber es war mit der Grund, warum ich natürlich auch dahin wechseln konnte, ja, weil die halt auch gesehen haben, boah, okay, der hat die Feinwerk, die Mechaniker, der hat eine Meisterschulung gemacht und alles und beschäftigt sich damit, hat es nebenbei quasi sich damit auch noch beschäftigt. Und dann hat das perfekt gepasst einfach. Ja. Genau, und da hieß es auch, also für diesen Bereich an sich gibt es keine gelernten Leute, sondern die meisten sind Quereinsteiger oder haben sich selbst beigebracht oder sind halt über Umwege dort gelandet. Okay, cool. Und es ist auch ganz schön, weil wir auch alle ein lustiger, zusammengewürfelter Haufen sind, und alle vorher was anderes gemacht haben. Cool, ja, ich sage auch immer, es gibt fast in keiner Branche so viele Quereinsteiger wie in der IT. Das ist immer ganz interessant. Wie waren so die ersten Monate? War das, also du hast ja bei uns sehr viel Projekte gebaut, ja, du hast sehr viel programmiert, aber in der Realität ist es dann oft nochmal ganz anders, also weil du ja auch verschiedene Technologien hast, die jetzt ein bisschen sich unterscheiden von dem, was du bei uns gelernt hast. Wie waren so die ersten Monate? Hat sich das eher so angefühlt wie so ein Praktikum, oder hast du von Anfang an schon sehr viel PS auf die Straße bringen können? Jein. Also das erste Mal, der Umstieg ist erstmal generell gewöhnungsbedürftig. Klar, vom Mechaniker auf Bürojob. Aber, und das Punkt ist halt auch noch dadurch, dass das alles relativ neu war. Es ist jetzt nicht genau eins zu eins das, was ich bei euch gelernt habe in Form von dieser Frontend-Entwicklung, was wir jetzt gerade nebenbei ein Testprojekt umsetzen, wo das mir gerade sehr viel hilft. Was mir viel geholfen hat, war einfach letzten Endes das Lernen, das Rangehen, das Verstehen jetzt davon, von Code, von Algorithmen und wie ja das Ganze funktioniert, wie so etwas abläuft. Aktuell betreue ich teilweise quasi eine gekaufte Software, wo ich sage, okay, was könnte man noch implementieren, was brauchen wir dafür so ungefähr, und eher die Absprachen dazu. Und nebenbei eigentlich eher mehr Netzwerk- und Kommunikationswege gerade erstmal kennenlernen in Form von für das IoT,
wie funktionieren die ganzen Bussysteme, LoRaWAN, LAN-Netzwerke, wie kriegen wir die Daten überhaupt und in welchem Format brauchen wir die Daten, um die später dann eigentlich per Dashboard auswerten zu können und sinnvoll anzeigen zu können. Okay, spannend. Also es ist fast so an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Produktmanagement auch schon so fast. Aus meiner Definition, ja, wenn ich so von außen drauf schaue. Sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen was erzählen. Wie hast du das geschafft, dich quasi weiterzubilden? Hattest du einfach dann, du warst ja bei uns, hast du jeden Tag programmiert oder hast du am Wochenende dann vor allem viel programmiert? Was war so deine Taktik? Was hat da gut funktioniert? Taktiken hatte ich viele, habe auch viel ausprobiert. Manche sind besser funktioniert, manche schlechter. Und es ist schwierig. Also ich muss sagen, einerseits habe ich es geliebt und habe alles dazu verschlungen. Ich habe natürlich versucht, in der Freizeit, was ich hatte, mit Vollzeitjob und Familie nebenbei natürlich das Ganze am Computer umzusetzen. Aber oft war es halt auch einfach so, dass entweder nicht mehr möglich war wegen Kind oder halt einfach dann abends müde und Kopf zu. Dadurch habe ich aber parallel dann abends noch viel gelesen oder unterwegs. Mhm. Also ich habe mir auch Bücher gelesen, ich habe natürlich auch Videos angeschaut oder über Konzepte durch Foren durchgeblättert, wie etwas funktioniert. Ich habe natürlich auch jede freie Minute natürlich vor dem PC verbracht und dann Stück für Stück versucht, da durchzuarbeiten. Hat natürlich alles bei mir ein bisschen mehr länger gedauert, wie bei anderen wahrscheinlich, aber es ist immer komplett unterschiedlich, ja. Also natürlich jemand, der irgendwie noch Familie hat und so weiter, der kann vielleicht nicht ganz so viel Zeit in die Weiterbildung investieren, wie jemand, der halt irgendwie zum Beispiel keine Familie hat. Und insofern ist das auch ganz normal. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil ich gedacht habe, okay, also ich bin eigentlich recht fit und was ja alles, was so Computer und IT, nehme ich ja gerne auf und habe mich ja immer damit beschäftigt und dachte, ich schaff's schneller, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber festgestellt, mit Arbeit und mit Job und mit Familie ist es doch so viel neuer Input, was du lernen musst und was dazu kommt, dass es länger dauert wie gedacht. Und ich habe auch festgestellt, ich brauche mittlerweile immer wieder gewisse Pausen, um abzuschalten, um das, was ich auch gerade in mich aufgenommen habe, auch wirklich verarbeiten zu können. Ja. Also ich sage jetzt 7 Tage am Stück könnte ich es gar nicht, wäre ich nicht effektiver gewesen, wie wenn ich es jetzt wirklich mittlerweile mit Abständen und Häppchen aufteile. Aber das ist natürlich auch immer eine Typsache. Ja, genau. Also vorhin war einer im Podcast, der hat erzählt, no days off, ja, also jeden Tag durchkommen. Aber es gibt halt einfach verschiedene Typen und das ist ja auch fein. Hauptsache ist, dass es halt funktioniert, dass man den Modus findet, der für einen selber funktioniert. Ja, das hast du ja geschafft. Es ist auch jetzt auch so, wo ich sage, also jetzt könnte der Tag auch wegen mir 25 Stunden haben, dass ich mich länger damit beschäftigen kann, wenn halt dann so gewisse Groschen dann einfach gefallen sind, merkt man auch, man tut sich leichter, man steigt leichter durch andere Sachen durch, also oder durch die DA halt einfach auch angefangen, nochmal anders zu lernen, wie ursprünglich früher mal gelernt und dann natürlich längere Zeit Pause und wie soll was sagen? Meinst du mit, du hast durch uns gelernt, anders zu lernen? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Das ist schwierig, aber früher war es, sage ich mal, dieses typische, wie nennt man es, Bulimie lernen. Du nimmst die Seite, du lernst sie auswendig, schreibst sie hin und danach ist es erstmal wieder egal. Und dieses standardmäßige, du liest ein Buch, du lernst es auswendig, du lernst deine Vokabeln und dann geht das und funktioniert das. Und so ist es halt leider nicht, sondern es gibt halt einfach so viele unterschiedliche Lösungen, so viele unterschiedliche Konzepte und jedes hat sein Für und Wider und du musst halt viel ausprobieren. Und letzten Endes halt ist das Ausprobieren das A und O, um zu merken, ah, jetzt verstehe ich auch, was da geschrieben steht oder was eigentlich für ein Grundgedanke dahinter ist. Das ist das Allerwichtigste. Und also auch wenn man so Tutorials oder sowas nachprogrammiert oder Projekte, dass man mal so ausprobiert, was passiert. Hey, wie könnte ich das jetzt ändern, das hier einfügen? Genau, 2 Sachen mal zusammenfügen. Wie funktioniert es zusammen? Wie funktioniert es alleine? Warum funktioniert das jetzt auf einmal nicht mehr, obwohl es eigentlich immer funktioniert und mir sicher bin? Und ja, und dann halt einfach anzufangen, gewisse Sachen halt so typisch so möglichst kleine Stücke aufzubrechen. Und das ist halt mittlerweile was total Schönes, wo ich sage, also ich sehe was, ich versuche mir quasi mittlerweile, ich liebe Flussdiagramme, Sachen aufzumachen, so wie ich will da hin, wie komme ich da hin, was für Punkte habe ich, zwischendurch die Punkte wieder aufbrechen oder irgendwie nochmal erweitern oder irgendwie zusammenkürzen. Cool, ja, das ist eine tolle Fähigkeit, wenn man das auch erlernt hat. Also Yunus macht das auch ganz stark, ja, auch bei uns im Unternehmen. Ob ich gut drin bin, weiß ich nicht, aber das ist so mein Weg, wo ich gerade aktuell meinen Fokus drauf lege und es mir quasi in kleine Portionen aufteile, weil halt, wie gesagt, Zeit halt auch knapp ist und dass man halt sagt, okay, heute nehme ich mir einfach diesen kleinen Stein vor. Genau, und nicht das Riesenbrett, sondern du zerlegst einfach die große Aufgabe in kleinere und dann Schritt für Schritt kommt man dann schnell ans Ziel. Was würdest du sagen, jetzt so im Unterschied zu einem handwerklichen Job, jetzt bist du ja quasi in einem Bürojob. War das früher auch schon so oder war das eine krasse Umstellung für dich? Nein, also ich glaube, ich vermische das schon beides und gewisse Konzepte lassen sich natürlich für andere Sachen auch aufbrechen. Also ich habe schon immer eine gewisse andere Herangehensweise gehabt wie andere oder jeder hat seine eigene Herangehensweise, sagen wir es so.
Und ich war schon immer jemand, der hat sich halt vorher unbedingt eine Skizze gemacht, ungefähr so will ich das haben, so brauche ich das. Und dann schaue ich halt vorher, habe ich überhaupt das Material dafür. Also ich habe schon immer ein bisschen andere Strukturen angefangen, als wir einfach nur eine Idee gehabt und jetzt schneide ich mal runter, mache ich mal, bohre ich mal, funktioniert schon. Und ich habe es mittlerweile halt bei euch halt auch so gemacht, wo ich sage, ich drucke das Layout aus, ich zeichne mir meine Rahmen drumherum, ich beschrifte das, ich schneide das aus, ich muss auch viel immer noch mit der Hand machen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Programmierer, der am meisten Zettel braucht. Okay. Ich mache das auch ganz oft. Also ich habe auch immer Schmierzettel bei mir am Schreibtisch und ich male auch verschiedene Sachen auf. Gerade so Konzepte, so Flussdiagramme, sowas mache ich ganz gerne mit der Hand oder am Whiteboard. Ja, eins von den beiden hilft mir. Ja. Also es ist da bist du ganz ähnlich wie ich. Ja. Ich muss es mit der Hand einmal aufskizzieren, aufzeichnen oder sowas und dann rumskizzieren und schreiben und ich mache meine Notizen und alles drauf. Also das ist, ich brauche meinen Zettel und meinen Stift auf jeden Fall. Cool. Dann bin ich nicht der Einzige. Wie ist das? Trinkst du viel Kaffee als... Ja, leider zu viel. Ich auch, heute habe ich auch ganz viel getrunken. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwie auswirkt auf mich heute Abend. Aber wir gehen ja dann nachher nochmal was essen, ein bisschen Brotzeit machen. Freue mich da drauf. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch, Georg. Vielleicht hast du noch so einen Tipp, so eine Idee, vielleicht auch Mindset-Thema für Leute, die halt jetzt gerade dabei sind, programmieren zu lernen, was dir damals geholfen hat oder irgendwie Motivation, irgendwas, was du uns mitgeben kannst. Ja, die Motivation für die gewissen Hügel, was man durchqueren muss oder überqueren muss, muss jeder selber finden. Aber ich kann halt nur sagen, ausprobieren, ausprobieren. Das Tolle ist halt wirklich, auch wieder in Bezug zum Handwerk, du kannst halt einfach ausprobieren und du machst nichts kaputt, du setzt kein Geld in den Sand, sondern du löscht maximal die Datei und erstellst sie nochmal neu. Und das ist halt einfach das Tolle, einfach, wenn du nicht weißt, wie es geht, ausprobieren. Und man kann nichts kaputt machen, genau, bei seinem eigenen Projekt, genau. Im Zweifelsfall einfach wirklich das Herz drüber brechen und einfach alles wegschmeißen und nochmal von vorne anfangen. Es bringt einfach so viel Mehrwert, wo man einfach, und es verbessert sich halt einfach so viel mehr, wie du nochmal rangehst, wie du es schreibst, wie du es formulierst, wie du es aufbrichst. Cool, ja, ein ganz wichtiger Tipp. Also die Probleme runterbrechen und dabei auch ganz viel ausprobieren und keine Angst davor zu haben, irgendwas kaputt zu machen. Genau, einfach ausprobieren und machen, weil mehr wie nicht funktionieren kann es nicht. Macht über Spaß. Jede Fehlermeldung freuen. Genau. Jede Fehlermeldung ist man schon ein Stück näher an dem IT-Job. Genau, ja. Wie ein Negativer. Jede Fehlermeldung, genau. Was ich schon kenne, genau. Macht mir keine Probleme. Richtig. Mehr. Ja, cool. Vielen Dank für deinen Besuch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und danke, dass du so ein bisschen deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich würde sagen, jetzt gehen wir raus zu den anderen und gehen wir gleich was essen dann.